So, jetzt haben wir es da. Nee, okay. Die OKF ist eine, ja, keine Ahnung, nee, müssen wir mal drüber nachdenken vorher. Was machen wir denn? Eine große Community an Freiwilligen. Ein Zusammenschluss von verschiedenen Projekten. Eine ideenreiche Komplizenschaft, die auch mal auf den Tisch haut. Bunten Haufen voller aktivistischer Ideen. Die OKF fordert und fördert Open Source. Transparenz und Mitbestimmung. Mit kreativen Einsatz von Technologie. Für mehr Flausch. Korruption aufdecken. Verstehen, verständlich machen, einmischen und beteiligen. Mit Code die Welt verbessern. Wir machen Politik digitaler und Digitales politischer. Bei Jugendhakt machen wir nichts Geringeres als mit Code die Welt zu verbessern. Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren kommen zusammen, um ihre eigenen Projektideen umzusetzen. Wie man mit Technik die Gesellschaft von morgen gestalten kann. Fragt den Staat, ermächtigt alle Menschen, ihr Recht auf Informationsfreiheit wahrzunehmen, mit strategischen Klagen, mit einer Online-Plattform und über 130.000 Anfragen inzwischen und mit Kampagnen für mehr Transparenz und Informationsfreiheit. Code for Germany ist ein Netzwerk ehrenamtlicher Entwicklerinnen und technologiebegeisterter Menschen. In 26 Städten setzen sie sich für mehr Transparenz und Beteiligung ein. Dort bauen sie auch Anwendungen, die den Nutzen von offenen Daten für die Gesellschaft aufzeigen. Bits und Bäume war eine gemeinsame Konferenz mit anderen Organisationen zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Seitdem stehen wir, genauso wie der BUND und Brot für die Welt, auf der einen Seite für Klimaschutz und Armutsbekämpfung und auf der anderen Seite für IT-Sicherheit oder Open Source. Mit dem Projekt EduLabs stellen wir uns die Frage, wie sich Lernen offen gestalten lässt. Wir unterstützen und vernetzen Menschen, die zeitgemäße digitale Bildungskonzepte entwickeln und unter freien Lizenzen teilen. Damit setzen wir uns dafür ein, dass gute Bildung für alle möglich wird. Mit dem Prototype Fund unterstützen wir Entwicklerinnen, Designer und andere Kreative dabei, ihre innovative Open-Source-Software-Idee für die Gesellschaft umzusetzen. Das heißt, zweimal im Jahr kann man sich bei uns bewerben und dann für 6 Monate an einem Prototyp basteln. Der muss am Ende nicht perfekt sein, aber man hat was gelernt, man kann es vielleicht schon einmal testen und die Gesellschaft profitiert im besten Fall davon direkt.